Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ich bin Ank, wir sind Aloy und das hier ist Sona. Ja, genau, Sona. So, wir machen hier gerade nochmal ein bisschen was im Fotomodus, so ein bisschen... Seht ihr vielleicht mal ein Foto? Fokus. So, UI ausblenden, nein. Helligkeit, das passt eigentlich, wie das geil mit dem Gegenlicht gerade so. Wir versuchen gerade mal ein Thumbnail zu machen, okay? Habe ich schon gesagt? Ja, ich habe mich schon vernünftig begrüßt. Also, ich habe euch vernünftig begrüßt. Guck mal, können wir das... Es ist voll geil, diese Funktion einfach, dass man so zwischendrin einfach Pause machen kann, hier so Freiflugmodus. Und da einfach Fotos machen kann. Weil es ist einfach ein wunderschönes Spiel und dieses Feature ist einfach so mega mäßig gut. So, Spieler verbergen. Spieler einblenden. Guck mal, dann können wir auch hier von Aloy mal ein Foto noch machen. Die gerade ein bisschen ja abwesend guckt. Jetzt machen wir das Sichtfeld. Ups. Oh, guck mal, da kommen wir sogar mal richtig nah dran. Das habe ich noch gar nicht geschafft. So ein... Ja, die sieht ja völlig stoned aus gerade. So. Ist kein schönes Bild von ihr. Nein. So, wir haben doch hier irgendwo Sona da. Sona. Die krasse Kriegsherrin. Es ist voll mega, wie gut das aussieht. Okay, Unschärfe. So, vom Ausschnitt her... Nein. So, ja. Okay. Das nochmal einblenden. Blende. Bisschen runter. Für mehr Tiefenschärfe. Fokus auf der Nasenspitze und den Augen. So, UI ausblenden. Und dann machen wir nochmal einen Screenshot. Plupp. Ja, jetzt wart ihr auch mal dabei, wie ich Screenshots mache hier im Spiel. Es ist nämlich super cool und wir wollen jetzt mit ihr losziehen. Sie will nämlich unsere Kraft haben. Oder will mit uns, dass wir mit ihr jagen. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Okay. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderber Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Das war keine Behauptung, das war die Wahrheit. Wie viel? Ich habe wieder so wenig Metallsplitter. Das hilft bestimmt weiter. So, schön die Ekelbeeren reinziehen wegen der Gesundheit. Ah, guck mal, Vorratskisten. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Oh. Dann lasst uns beginnen. Oh, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Und sie hält jetzt eine halbe Stunde den Bogen so gespannt? Sportlich. Gehen wir mal eine Runde hier die Gegner. Nimm
mal den richtigen Bogen. So. Okay, okay, okay. Nein. Das lief nicht ganz so wie gewollt. Na, fang das. So. Sie ist da entlang. Da lang, da lang, da lang, da lang. Okay, Kopfschuss. Hallöchen. Nein, 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 nein. So, den hätten wir. Du bist auch weg. Nur die Wächter hier. Na? Was willst du tun? Ich bin ein echter Jäger, ich schieße in dein Auge. Oh, Freund. Rede mit Sona. Gut, aber erstmal hole ich mir da oben die Beute, die ich mir hier gerade hart erkämpft habe. Falls ich hier hochklettern könnte, was ich nicht kann, weil hier anscheinend niemand mit gelber Farbe die Kanten angemalt hat. So. Geiles Zeug, geiles Zeug, geiles Zeug. So. Boink. Meins, 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 meins. Verdorbener Wächter. Nämlich aber auch früher entdeckt, als ich eigentlich wollte. Ich hätte gerne da unten den einen Läufer oder Plünderer, was das war, mit den Links getötet. In der Explosion. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig.
Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Uiuiui. Familienbeef. So, Ausgrabungsstätte untersuchen. Eine Spur. Folgen wir mal der Spur. Oh, die ziehen hier wirklich Maschinen aus dem Fußboden. Interessant. Oh, die Spur läuft andersrum. Okay. So, was haben wir hier? Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Ja, da können wir die Basis einmal wegspringen. Sona, wow, wow. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen. Und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Das klingt definitiv nach einem Plan, den wir auch gleich umsetzen werden. Oder werden wir uns erstmal um Nebenmissionen kümmern? Ich glaube, wir werden uns erstmal um Nebenmissionen kümmern, die hier in der Nähe sind. So, die Rache der Nora. Triff dich mit Wahl und so, okay? Aber wir haben noch ein paar andere Sachen. Nebenquest. Die Traumweiden. Oh, die sind jetzt richtig weit weg. Natürlich. Da haben wir mir auch eine ordentliche Strecke wieder zurückgelegt. Und ich muss mir endlich mal ein Reittier zulegen auf Dauer. Ja, ist richtig weit. Gott, was haben wir denn hier für eine Strecke zurückgelegt? Reisen. Oh, guck mal, das ist eigentlich recht easy. Die Schnellreisesets. Ich hätte gedacht, die sind teurer. Dann werden wir doch mal hier zum Lagerfeuer schnell reisen. Und uns dort da gleich mal dem Zeug bemächtigen, was da rumliegt. Na komm. Müssen wir nämlich, die Traumweide war das, ne? Für den Typen, der Schmerzen hat holen, der ist ein bisschen betäubt, damit er schläft und sich erholen kann. Falls er doch, Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Nein, es regnet. Ach, da oben. Ein Kriegerpfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Okay, auf den Berg muss ich rauf. Oder auf den Stein. Was auch immer das ist. Das Hügelchen hier. Nee, hüppi, hüppi, hüppi. Einfach drauf hüpfen. Ja. Wow. Den Meter hättest du auch noch weiter slitschen können. Nur ein paar Scherben.
Autsch. So, haben wir meinen Gesundheitsbeutel wieder voll. Hm, vielleicht sollten wir auch gleich mal gucken, ob wir da vielleicht noch mal ein bisschen was nachrüsten können. Oh. Natürlich, eine Herde. Ja, haut doch ab! Du Frechdachs! Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Nee, 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 ihr seht mich nicht. Nee, 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 nee. Das galt noch als Zahnkill, interessant. Einander ausschalten. So, aber eigentlich sind wir hier wegen Kriegerpfad. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Ja, dafür müssen wir hier hoch. So. Boink. Wieder nicht. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. Das ist sehr merkwürdig. Okay, aber wir hatten ja noch eine andere Nebenquest. Welche war denn das? Nein, nein, nein. Das haben wir. Tutorials machen wir auch später. Jage für die Lore. Loge? Nee, Loge, nicht Lore. Altes Waffenlager. Ja, so ja, das ist Mutterkrone. Ein Schrein vor den Toren. Rede mit Maria Mutterkrone, okay? Oh, wir haben zwei Missionen schon dort, okay. Dann reden wir erstmal mit 4. War das jetzt weit weg? Ich glaube nicht. So, Wächter ist erledigt. Dann können wir weiterziehen. Die großen lassen wir jetzt mal, die Graser lassen wir mal in Ruhe. Ja, hier haben wir noch. Guck mal, blauer Loot. Wächterherz, Dankeschön. Wir haben im Lagerfeuer noch einen Händler. Aber kaufen wollen wir da gerade eh nichts. Ich glaube, ich bin sicher. Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt gefährlich da drüben.
Hi, Händler. Meins, dass wir den Medizinbeutel hier wieder ein bisschen auffüllen. Holz. Hallo Häschen, tschüss Häschen. Ich will den steinigen Berg hier hinaufhüppen. Boinki, boinki. Boinki, boinki. Boinki, boinki, boinki. Hüpfi, hüpfi, hüpfi. Autsch, plumps. Und Rolle und Zwischenlandung und Uli Uli und geile Typen und wuhu und so. So, da vorne ist der Typ, der leidet. Irgendwo, da links. Hallo Typ, der Aua hat. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören? Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen? All das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen. Du sagtest, ein gewisser Jan hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Ich werde gehen. Leb wohl. Toll. Finde Dune. Toll. Westlich von Mutterkrone. Mutterkrone ist aber hier oben. Okay. Haben wir also noch ein ganzes Stück vor uns. Dann haben wir noch ein Panorama. Aber auch kein Becher mehr hier irgendwie. Aber einer fehlt doch noch. Was ist das eigentlich? Banuk-Figur. 1, 2, 3 Becher. Aber hier haben wir auch keinen großen wieder, der rumläuft. Gott, was ist das hier hinten bloß alles? Naja, dann werden wir jetzt mal gucken, ob wir da zu Banuk kurz mal. Zu Jun. Jun, komm. Ich knie vor dir voller Demut. Bevor wir uns dann aufmachen zu Mission mit Sona. Mit Sona Wall. Holz, Holz, Holz. Eine alte Ruine. Das war der Ort des Überfalls. Den hatte ich schon, ne? Ja. 4 von 67. Oh, was ist das für ein Licht? Der Mond, der mega durch die Bäume knallt. Oh, Maschinenlagerläufer, sehr schön. Vielleicht kriegen wir den da ja mal überbrückt. Meiner. Werkzeug legt auf. Das ist schon ganz geil. Okay, Graser. Das ist mega genial. Feier das hart mit dem Pony reiten hier. Also eine Maschine einfach. Das ist ja schon ein kleines Ungetüm. Und die ist einfach mein Freund.
Okay, kann ich nicht außenrum? Los, mein Pony. Versuchen wir es hier lang. Oh, Wächter, fuck. Na. Okay. Alte Trümmer. Und schnell speichern. Dann sind wir fast da. Hilfe! Natürlich. Hiervon. Ich bin eingesperrt. In deiner eigenen Hütte? Helf mir doch! Typ? Ernsthaft? Hallo! Ja, ja. Bitte! Ist da jemand? Was hast du mit deiner Tür gemacht? Urmutter sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Für diese deiner eigenen Hütte? Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Okay, das ist echt frech. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Ich werde gehen. Zeig keine Gnade, okay. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden. Wo ist die Spur? Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Dann mal hinterher. Schöner Weg. Schlechte Aussicht. Ausgestoßenen, die die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Okay, ganz ruhig. Die wissen nicht, wo wir sind. Okay, er entspannt sich gerade wieder, der Sägezahn. Okay. So. Komm her, Sägezahn. Ja!
Okay, und wer bist du jetzt? Und was soll der ganze Scheiß hier? Rede mit dem Anführer der Ausgestoßenen, alles klar. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt, er hat's nicht mal bemerkt. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Du hast uns besser behandelt, als die Stammmütter es je tun würden. Danke. Sehr gerne. Guck mal, da liegt noch eine Pflanze unter dem Miezekätzchen. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ist das der Weg hoch? Sieht zumindest nach dem Weg aus. So, dann erstmal zurück zu June. Oh, die waren gar nicht so weit gekommen. Gerade mal 100 Meter oder sowas. Na, er war auch ein bisschen wie der Feigling da in seiner Hütte. Und unverletzt war er auch, das haben wir ja gesehen. Hier ist die Traumweide. Bringen Sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen Sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Und doch hat dieses mutterlose Mädchen dich befreit und dir deine Traumweide wieder beschafft. Wärst du nicht so voreingenommen, wärst du nicht so einsam. Ich brauche niemanden. Dann gratuliere ich dir, Jan. Du hast dich selbst ausgegrenzt. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Ja, immer so ein scheißegal Gesichtsausdruck drauf. Und wenn, dann breche ich dir die Beine. Schon wieder ein Level up? Nee. 3 Fähigkeitspunkte. So, wo wollen wir da jetzt hin? Mehr Schaden bei Schleichangriffen. Ja, ist eigentlich auch cool. Konzentration ist aber auch gut. Präzision ist auch gut. Es ist alles wichtig. Fallen entschärfen. Machen wir erstmal auf Ausbeuter. Moink. Bastler. Waffenspuren und Aufwürzgewebe können entfernt und wieder verwendet werden. So, Mission. Altes Waffenlager. Ja, da kommen wir noch nicht rein. Jage für die Loge ist auch noch nicht so aktiv machbar.
Die Rache einer Tochter. Okay, da müssen wir uns nach Nokaka. Begib dich zum roten Echo. Ja, nicht so bald. Quest aktivieren. Rede mit Maria in Mutterkrone. So, machen wir erstmal diese Nebenmission. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge heute schon wieder ging. Ach, ich habe so ein bisschen immer die Übersicht Probleme. Aber wir werden da jetzt erstmal Richtung Mission aufbrechen. Wobei, ich verabschiede mich an dieser wunderbaren Stelle und hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen und ein Abo da lassen würdet, damit wir uns in der nächsten Folge auch wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bye, bye.